Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir super ausführlich anhand eines Beispiels, wie du das optimale Produktionsprogramm berechnest bei der Deckungsbeitragsrechnung, wenn du Rüstzeit, aber auch eine Mindestmenge angegeben hast. Und am Ende gibt es noch eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Doch zuallererst musst du natürlich verstanden haben, hey, was ist denn überhaupt diese mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung? Und was hat das Ganze mit dem optimalen Produktionsprogramm zu tun? Jeweils dazu geile Videos findest du in der Videobeschreibung. Definitiv mal reinziehen. Und nun machen wir es, wie ich es am liebsten mag. Wir legen knackig los. Also, folgende Aufgabe. Du produzierst in deinem Unternehmen 4 Produkte. Schokokuchen, Torten, Muffins und geile Plätzchen. Das folgende findet statt. Du hast 2 Maschinen. Einmal Maschine 1 und Maschine 2. Und jedes deiner Produkte braucht eine gewisse Zeit auf der jeweiligen Maschine. Was meine ich damit? Die Schokokuchen brauchen 2 Minuten auf der Maschine 1. Auf der Maschine 2 brauchen sie 3 Minuten. Und dann brauchen die Plätzchen auch. Die brauchen zum Beispiel eine halbe Minute auf Maschine 1 und 3 Minuten auf Maschine 2. Und so hast du das für jedes Produkt angegeben. Dann haben wir auch die maximale Absatzmenge, also die Menge, die von dir abgekauft wird. Die ist angegeben. Bei Schokokuchen 1500, Torten 250, Muffins 3800 und Plätzchen haben wir 5000. Und nun zu meinen anderen vorherigen Übungsaufgaben findet jetzt eine Angabe die Mindestmenge statt. Bedeutet, wir haben irgendwie einen Vertrag mit einem Kunden von uns und der hat gesagt, hey, jedes Monat oder jedes Quartal oder jedes Jahr musst du mir mindestens 350 Schokokuchen liefern und 400 Muffins, weil sonst bin ich böse auf dich. Also haben wir da eine Mindestmenge, die müssen wir produzieren. Bei dem Rest beim Produktionsprogramm sind wir absolut flexibel und können entscheiden, wie wir lustig sind. Variable Kosten haben wir je Stück auch angegeben, beim Schokokuchen 8 Euro, bei den Torten 40, bei den Muffins 50 Cent und bei den Plätzchen 10 Cent. Der Erlös je Stück zu dem Preis, zu dem wir das dem Kunden im Endeffekt dann verkaufen pro Stück, beträgt bei den Schokokuchen 15,50 Euro, Torten 69 Euro, Muffins 1,90 und Plätzchen 90 Cent. Wir haben Fixkosten insgesamt von 19.000 Euro und nun kommt der Knasus Knaxus. Wir haben an der Maschine 1 und Maschine 2 können wir nur eine gewisse Anzahl an Minuten produzieren. Ist halt einfach so, das ist begrenzt. An Maschine 1 kann ich maximal 5000 Stunden dran arbeiten und bei Maschine 2 sind es eben 40.000 Stunden. Und nun passiert aber noch Folgendes. Bevor ich irgendeines meiner Güter, Schokokuchen, Torten, Muffins oder Plätzchen an der jeweiligen Maschine produzieren kann, muss da erstmal ein Mitarbeiter hinrennen und die ein bisschen anders einstellen zum Beispiel. Und das ist die sogenannte Rüstzeit, weil er rüstet die Maschine, damit sie das produzieren kann. Also bevor ich Schokokuchen produzieren kann an Maschine 1, muss der 30 Minuten lang dran rumspielen. Oder bei Maschine 2 60 Minuten. Und das gibt es eben für jedes Produkt. Und nun möchte ich natürlich ermitteln, hey, wie ist denn mein optimales Produktionsprogramm, damit ich das höchste Betriebsergebnis ermittle? Und wie mache ich das zuallererst? Richtig, ich ermittle zuerst meinen Engpass. Eine dieser 2 Maschinen hat nicht genug Zeit, um unsere ganzen Produkte zu produzieren. Was meine ich damit? Naja, wir tun jetzt mal kurz so, als würden wir wirklich genauso viele produzieren, wie wir absetzen könnten. Also von den Schokokuchen 1500. Also ich nicht 2 Minuten, weil ich an der Maschine 1 ja 2 Minuten brauche, mal 1500, dann kriege ich die 3000 Minuten. Also tue ich so, als würde ich wirklich alles produzieren. Das mache ich auch für die Torten. 1 Minute mal 250, 250. 1 Minute mal 3800, 3800. Plätzchen sind auch wieder 0,5 mal 5000, 2500. So produziere ich jetzt auf der Maschine vollständig alle meine Produkte. Nun muss ich natürlich auch jeweils dann immer umrüsten, das mache ich auch, rechne die 4 einfach zusammen, flupp, 190. Und dann merke ich, dass ich auf der Maschine 1 eigentlich 9740 Minuten bräuchte. Und nun erkenne ich eben Folgendes, aha, Maschine 1 habe ich doch nur 5000 Stunden, aber eigentlich bräuchte ich 9740. Maschine 2, da brauche ich 36.105 Stunden, habe aber 40.000, also passt es. Und das ist immer so, du wirst eine Maschine kennenlernen, die einen Engpass hat. Und die ist eben enorm wichtig, also bei uns jetzt Maschine 1, weil die benötigen wir, um weiter rechnen zu können. Was mache ich also als nächstes? Naja, ich ermittle den Deckungsbeitrag pro Minute auf der Maschine, wo der Engpass vorliegt. Was meine ich damit? Ich rechne mir standardmäßig meinen Deckungsbeitrag aus. Wie mache ich das? Netto Verkaufserlös je Stück vom Produkt minus meine variablen Kosten je Stück und dadurch kriege ich meinen Deckungsbeitrag je Stück. Also beim Schokokuchen 7,50 Euro. Für jeden Schokokuchen, den ich produziere und verkaufe, mache ich einen Deckungsbeitrag von 7,50 Euro und kann damit meine Fixkosten decken. Und natürlich braucht aber jedes meiner Produkte unterschiedlich viel Zeit auf der Maschine 1.
Und darum, um das Ganze vergleichbar zu machen, diese unterschiedlichen Deckungsbeiträge, rechne ich diesen Deckungsbeitrag je Stück nochmal geteilt durch die Anzahl der Minuten. Weil dadurch weiß ich, wie viel das jeweilige Gut auf der Maschine 1 pro Minute an Deckungsbeitrag in Anführungszeichen produziert. Und das mache ich am besten wie folgt. Ich nehme den Deckungsbeitrag 7,50 Euro, geteilt durch die 2 Minuten und bin dann bei 3,75 Euro. Aha, und das mache ich für jedes Produkt durch, flupp, und dann kann ich Ränge ermitteln. Torten machen am meisten, und zwar 29 Euro pro Minute. Die Schokokuchen sind auf Platz 2 mit 3,75 Euro, die Plätzchen auf Platz 3 mit 1,60 Euro und die schlechtesten in der Runde sind die guten Muffins. Und das ist eben der Punkt. Ich möchte natürlich zuallererst immer die produzieren, die den höchsten Deckungsbeitrag pro Minute erzielen. Und nun, da ich die Ränge jetzt habe, muss ich mein optimales Produktionsprogramm berechnen. Also, jetzt gibt es verschiedene Varianten und Aufgabentypen da draußen, dass man im Endeffekt hergeht und man muss natürlich seine Mindestmenge produzieren. Die 400 an Muffins und die 350 an Schokokuchen. Obwohl die Muffins den niedrigsten Deckungsbeitrag haben, die sind Rang 4, müssen wir die 400 produzieren. Es hilft ja nichts. Und nun kommt es darauf an, wie heavy dein Lehrer das Ganze mag. Eigentlich standardmäßig, das mache ich jetzt gleich mit dir durch, geht man im Endeffekt trotzdem die Ränge durch und hofft dann, dass man noch Zeit hat, um im Endeffekt die Mindestmengen zu produzieren. Es könnte aber auch der Fall sein, aufgrund der Rüstzeiten, dass es manchmal sogar klug ist, statt Plätzchen zu produzieren, weil da habe ich ja keine Mindestmenge, und die Rüstzeit mir auf Plätzchen zu switchen, zu sparen und stattdessen Muffins zu produzieren. Klingt ein bisschen komplex, aber da müsste ich jetzt wirklich in die mehrdimensionale Analyse und das Ganze mit Gleichungssystem lösen. Das möchte ich hier aber nicht, weil das ist so die typische Aufgabe für FOS, Boss, Abitur oder ebenso die ersten zwei Semester im Studium im BWL. Also, was machen wir? Wir starten direkt los. Wir schauen unsere Maschinenstunden an, auf der Maschine, wo der Engpass liegt, die 5000, eben Maschine 1. Und dann möchte ich zuerst meine Mindestmengen produzieren. Also, in meinem Beispiel starte ich mit den Schokokuchen. Ich hätte auch mit den Muffins starten können, egal. Und nun nehme ich dadurch erstmal die Rüstzeit in Kauf. Wie viel Rüstzeit habe ich? Weil dann gehe ich ja an die Maschine hin, rüste die um und dann kann ich jetzt Schokokuchen produzieren. 30 Minuten. Also, flipp, nehme ich die 30 hierher, ziehe die von den 5000 ab, habe 4970 nur noch übrig und jetzt produziere ich die Schokokuchen. Wie viele kann ich maximal absetzen? 1500. Also, Mindestmenge sind 350, aber da Schokokuchen eh Rang 2 ist, werde ich sehr wahrscheinlich eh probieren, die maximal zu produzieren. Also mache ich das direkt, weil jetzt erst 350 zu produzieren und dann später nochmal die Maschine umzurüsten, nachdem ich die Muffins produziert habe, das wäre dämlich, dann hätte ich doppelte Rüstzeit. Brauchen wir nicht. Also rechnen wir direkt so, als würden wir gleich das Maximale rausholen, also 2 mal 1500, weil die brauchen ja 2 Minuten, 1500 kann ich absetzen, komme ich auf 3000 Minuten. Die rechne ich wieder ab, flupp, habe noch 1970 übrig. Nun muss ich noch meine Muffins produzieren, weil sonst kriege ich auf den Popo. Also, was mache ich? Ich rüste wieder auf Muffins um. Das dauert 90 Minuten. Wunderbar. Und dann habe ich wieder was übrig. Und nun rechne ich die Produktionszeit der Muffins ab. Und zwar, ich brauche 400 Stück. Also 1 mal 400 sind 400. Genau, und mehr möchte ich da auch gar nicht produzieren, weil ich natürlich sofort die Torten produzieren möchte. Die haben doch einen viel höheren Deckungsbeitrag pro Minute. Also switche ich sofort auf die Torten um. Also 45 Minuten, Rüstzeit, flupp. Und dann produziere ich so viel Torten, wie es geht. Also im Endeffekt 250. Dann habe ich 250 abgezogen. Dann habe ich eine Restzeit. Und dann kann ich noch Plätzchen produzieren. Und da habe ich natürlich keine Mindestmenge, also probiere ich da noch alles rauszuholen. Die Rüstzeit ist da 25 Minuten, habe ich noch 1160 Minuten übrig. Und damit werde ich jetzt halt so viel Plätzchen produzieren, wie nur noch möglich ist. Also 1160 geteilt durch eine halbe Minute, also 0,5, ist gleich 2320 Plätzchen, die ich produzieren kann. Und dadurch habe ich das optimale Produktionsprogramm. Schokokuchen 1500, Torten 250, Muffins 400 und Plätzchen 2320. Und jetzt, anhand meinem optimalen Produktionsprogramm, kann ich natürlich mein Betriebsergebnis ermitteln. Und das ist auch meist in der Prüfung der Fall. Was mache ich? Klassische Deckungsbeitragsrechnung. Also Deckungsbeitrag je Stück, hast du ja schon ausgerechnet gehabt. Und nun rechnest du einfach den Deckungsbeitrag je Stück mal das optimale Produktionsprogramm, also 1500, ergibt 11.250, 29 mal 250, ergibt 7.250, die Muffins 1,40 mal 400 sind 560 und die 80 Cent mal 2.320 ergibt 2.088 Euro.
Die vier Beträge rechne ich zusammen, habe dann gesamt 21.148, rechne meine Schlawiner die fixen Kosten 19.000 ab und habe ein Betriebsergebnis von 2.148 Euro Gewinn. Geile Sache. Bevor wir jetzt zur Übungsaufgabe weitergehen, möchte ich dich charmant daran erinnern, hast du denn das Video schon geliked? Es ist wirklich nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Danke dir. Und hier sind die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es selbstständig, halt das Video an und berechne mir einmal das optimale Produktionsprogramm und dann eben anschließend das Betriebsergebnis. Achte drauf, auch hier haben wir wieder Mindestmengen angegeben. Und hier haben wir auch schon die Lösung für dich. Also Rang 1 wieder Torten, Schokokuchen Rang 2, Muffins Rang 4, Plätzchen Rang 3. Dann gehe ich wieder durch, mache meine Mindestmengen, dies, das, Ananas. Und dann habe ich mein Produktionsprogramm von 1600, 300, 200 und 1450. Und hier ist dann auch das Betriebsergebnis von 785 Euro.